Warum sollte ich einen Wasserionisierer im Aquazentrum kaufen? Seit 26 Jahren wird hier in dieser Wasserwerkstatt Wasser- und Wasseraufbereitungsgeräte verkauft. Seit nun über 5 Jahren machen wir das mit diesen Wasserionisierern und haben schon über 1000 Wasserionisierer verkauft. Wir bieten eine 6-monatige Zufriedenheitsgarantie und eine 2-wöchige kostenfreie Testphase ganz am Anfang. Sprich, wir schicken Ihnen den Ionisierer zu, Sie testen 2 Wochen, bezahlen in diesen 2 Wochen oder schicken Sie uns zurück oder leihen das Gerät. Und innerhalb der ersten 6 Monate können Sie das Gerät trotzdem nochmal zurücksenden, falls Sie dennoch unzufrieden sein sollten, weil Sie was Besseres gefunden haben, wie auch immer. Online haben wir jetzt bereits seit über 5 Jahren sehr, sehr viele Videos, um das Bewusstsein in Richtung Wasserionisierer zu lenken, herausgebracht. Und viele, viele dieser Marken, jetzt sehen Sie hier noch nur ein paar dieser Marken, aber wir haben wirklich sehr viele verschiedene Geräte getestet, physisch vor uns gehabt und auch die Erfahrungen der Kunden mitbekommen. Das heißt, warum sollten wir Geräte anbieten, die nicht so toll sind? Lieber bieten wir die besten Geräte an. Warum sollte ich einen Dion Wasserionisierer kaufen? Die Alsborn Dion Geräte hier, der Dion Family und der Dion Blue, das sind die aktuell die neuesten Modelle, modernste Technik eingebaut. Das sind so die Preis-Leistungssieger von all den Wasserionisierern, die wir kennengelernt haben. Die fangen typischerweise bei 1370 Euro an. 2 Jahre Garantie, Testgerät, eins sozusagen, was im Rahmen unserer 2-wöchigen Testphase zurückkam. Das heißt, das ist schon mal der günstigste Anfang, wenn es Ihnen nichts ausmacht, wenn das Gerät nicht mehr ganz neu sein darf. Sonst geht es hoch bis auf 5 Jahre und ganz neues Gerät, 1870 Euro, ist immer noch günstiger wie viele andere Geräte, die nicht annähernd diese Funktionen und Leistungen erbringen können. Dazu ein paar technische Features. 9 Elektroden anstelle 5 typischerweise bei anderen Wasserionisierern oder manche haben schon 7, aber 9 Elektroden sozusagen, das ist volle Power. Sehr viel Elektrodenfläche und mit den 12 Ampere Gesamtleistung, was bis zu 250 Watt verbrauchen kann, haben wir auch wirklich die Power, aus dem Wasser alles rauszuholen, was möglich ist. Hier bei dem Münchner Leitungswasser schaffen wir pH 9,5 im normalen Fall, aber wenn Sie unbedingt extreme Werte haben wollen, bei dem Minimaldurchfluss von 1 Liter pro Minute und der höchsten Stufe schaffen wir pH 4,5 im sauren Bereich als Minimalgrenze und im basischen Bereich bis zu pH 11,5. Hier bei diesem Münchner kalkhaltigen Wasser von Härte ca. 16 bis 18 deutsche Härte. Das ist wirklich sonst mit keinem anderen Gerät möglich. Da der diese 12 Ampere Power hat, hat er auch die Power, salziges Wasser zu verarbeiten. Das heißt, man kann auch mit einer passenden Dosiereinrichtung, die wir Ihnen auch bald anbieten werden, auch salziges Wasser dem Dion Family oder dem Dion Blue geben. Und hat dann dadurch auch nochmal extrem hohe Werte. Für Konzentratwässer sind es. pH 2,7 bis pH 12, 12,5 sind dadurch dann auch erreichbar. Und das ist einfach aus einem Haushaltsionisierer eine ECA-Anlage, also eine Industrieionisiereranlage, kann man dann sagen. Und das bei Ihnen zu Hause. Also das muss zuerst einmal von anderen Herstellern geschafft werden. Ansonsten die Umpolungsautomatik und die Flussumkehr, diese sind essentiell. Das bietet kaum ein anderer Hersteller an. Ich kenne nur einen Hersteller sonst, der das sonst noch anbietet. Aber die Flussumkehr und die Umpolungsautomatik sind essentiell, wenn es darum geht, dass der Ionisierer kalkfrei bleibt auf den Elektroden. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie den Ionisierer an- und ausgemacht haben, wechseln die Pole, die Plus- und Minuspole wechseln und das nächste Mal haben dann diese sich vertauscht und somit ist auch dann praktisch eine Verkalkung auf den Elektroden kaum mehr möglich. Durch die Flussumkehr, was so viel bedeutet, wie dass das Wasser mal von der einen Richtung in die Wasserzelle reingeht und dann das nächste Mal von der anderen Richtung reingeht, die garantiert, dass auch keine Kalkansammlungen gerade an den Ventilen und so weiter sich leicht ergeben. Somit sind sie bestens gegen Kalk geschützt, können auch bei den stärksten Kalkgehältern aus dem Ausgangswasser sehr hohe maximale Werte rausholen oder auch bei besonders weichem Wasser durch die Power schafft er trotzdem auch sehr hohe pH und Redoxwerte. Ansonsten optische Gründe, jetzt im Gegensatz zu den anderen Ionisierern, die eher so irgendwelche weißen Plastikkasteln sind, haben wir hier wirklich sehr edle Gehäuse.
Hier bei dem Dion Blue auch mit dieser Spiegelfläche sehr wichtig. Beim Dion Family dafür hier der Drehregler, der essentiell ist bei der Installation am Wasserhahn. Das heißt, mit diesen Geräten haben Sie sehr schöne Wasserionisierer, die auch im Display wirklich sehr interessante Informationen anzeigen, so wie die Literlaufzeit, wie viel Liter durch die Filter durchgeflossen sind und aber auch wie viel Liter pro Minute aktuell durch den Ionisierer durchfließt. Das ist essentiell, das ist wie Tachometer am Auto. Sie müssen wissen, ob das Wasser schnell oder langsam durch den Ionisierer fließt. Und das kann man schön im Display ablesen, wenn man will. Das ist ein Thema und auch die pH- und Redox-Werte, die man sich anzeigen lassen kann im Display, die sind angenähert, aber sie zeigen immerhin einigermaßen genau, wenn der Durchfluss nicht zu hoch geworden ist, die echten pH- und Redox-Werte an, aber ohne Gewähr natürlich. Ansonsten von der Installation haben wir nochmal wirklich sehr große Vorteile im Vergleich zu anderen Wasserionisierern, hier beim Kangen zum Beispiel, wo Sie das Gerät nur an einen Wasserhahn anschließen können mit einem riesen Umlenkventil, können wir diese beiden Geräte, auch den Dion Special, ganz normal am Wasserhahn installieren, so wie alle anderen Ionisierer. Nur, dass man jetzt diese auch fest installieren kann an die Kaltwasserleitung, das ist dann mit so einem T-Stück, das mitgeliefert wird. Aber was noch ein Riesenvorteil ist, bei dem Dion Blue hier oder beim Dion Special, dass man hier mit diesem Bedienhahn, den man optional noch dazu kaufen kann, auch den Ionisierer nach unten verfrachten kann und oben an diesen Knöpfen hier dann den Ionisierer bedient und das basische Wasser hier entnimmt und das saure Wasser hier entnimmt. Das ist praktisch ein Convertible Wasserionisierer. Das heißt, er kann über Tisch gestellt werden, aber auch unter der Spüle sozusagen versteckt werden, wo dann nur noch diese Sache hier oben zu sehen ist. Das hat auch noch ein paar Vorteile, so ein Bedienhahn, gerade in Sachen Verkalkung, auf die ich hier nicht eingehen möchte. Somit meine ich, dass wir hier mit diesen Dion-Geräten wirklich eine super Auswahl haben und die 6-monatige Zufriedenheitsgarantie garantiert, dass Sie definitiv sicher sein können, dass Sie das richtige Gerät haben. Selber zu Hause das Ganze testen, langfristig testen, um dann, falls Sie doch noch unzufrieden sein sollten, aus irgendeinem Grund uns das Gerät einfach wieder zurücksenden. In diesem Sinne viel Spaß beim weiterhin Recherchieren und meine Empfehlung kennen Sie nun. Dankeschön.